Thomas schreibt, wie könnte man diese Vorgehensweise für das Skizzieren anwenden, ohne Lineal und ohne Grundriss zum Beispiel, um Wolken mehr Spannung zu verleihen, die ja eigentlich auch erst durch in der Perspektive Raum verschaffen, anstatt nur den Hintergrund darzustellen. Da geht es um organische Formen, als ich dieses organischen Pavillon konstruiert habe. Also, wie kann man das beim Skizzieren anwenden? Das ist eigentlich ziemlich einfach, diese Frage zu beantworten, weil das Konstruieren schafft mir den Weg, wie man ein dreidimensionales Objekt oder Raum, den man sieht, auf ein zweidimensionales Blatt bringt. Das ist die Lehre vom Raum und von der Konstruktion des Raums auf einen zweidimensionalen Blatt, weil vor Jahrtausenden kam man nicht auf die Idee, dass man auf einem zweidimensionalen Blatt eine Tiefe darstellen kann. Man hat es immer versucht, die Höhlenmaler, ich habe es euch ja gezeigt, die haben die Stiere vorne groß gemalt und dahinter wurden sie immer kleiner. So, aber das jetzt zu fragen, wo kann ich das anwenden, dieses Wissen, das kann man überall anwenden, beim Zeichnen sowieso. Ja? Und wenn er jetzt ein Beispiel nennt, Wolken, ja, meinetwegen auch Wolken, weil die Wolken, ihr seht ja selber, die Struktur der Wolken vom Horizont ausgerechnet nach vorne werden immer gewaltiger. Ja? Also alleine das Größer- und Kleinerwerden von Wolken ergibt ja einen Raum. Und wenn ich diesen Raum wenn ich die Wolken als eine Fläche nehme, eine gerasterte Fläche, die in die Tiefe geht, dann könnte ich mir natürlich theoretisch auch ein Raster aufzeichnen, so wie wir es hier vorgeschlagen haben. Aber ich muss sagen, man muss unterscheiden. Also wenn man Wolken sieht, ist die Struktur dessen, das Licht und der Schattenverlauf der Wolke, ist schon Raum genug, weil eine Wolke, wir wissen nicht genau, wie groß oder wie klein sie ist. Wir haben keinen Maßstab zur Wolke. Aber zu Dingen, die auf dem Erdboden stehen, in denen wir uns bewegen, da sind natürlich die Dinge mehr im Maßstab zu vergleichen. Ja, also wenn man einen Mensch hat, dann sieht man, wie er in diesen Objekten kleiner und größer wird. Und da ist es, glaube ich, viel, viel interessanter, über die Konstruktion etwas zu wissen. Also anwenden, um auf die Frage zu antworten, wo könnte man das anwenden? Überall. Also wenn man räumlich skizziert, wenn man Raum skizziert, dann ist diese Dinge alle anwendbar. Und wenn es um organische Form geht, was ja dieser spezielle Fall war, ich wende in diesem speziellen Fall nichts anderes an, was ich euch schon in der ersten Episode erklärt habe. Ihr könnt euch erinnern, das Brett mit den vier Rädern. Ich habe euch eigentlich nur den Fluchtpunkt erklärt und habe gesagt, mit dem Fluchtpunkt können wir uns alles andere erklären. Und so mache ich es ja nach wie vor. Ich erkläre nichts anderes. In diesem Fall habe ich nur gesagt, wenn es kompliziert wird, dann machen wir um das Komplizierte ein einfaches Raster, ein orthogonales. Dann haben wir wieder unseren Fluchtpunkt. Dann können wir ein Raster bilden und dann machen wir die Punkte rein, die diese organische Form darstellen. Und dann brauchen wir sie nur noch zu verbinden. Das ist im Prinzip dann Malen nach Zahlen. Also anwenden können wir es überall. Und etwas möchte ich vermitteln. Ich erzähle euch nichts Neues. Ich erzähle euch immer nur mit dem ein Tool, was wir in der Hand haben. Das Brett mit den vier Rädern. Wir kommen langsam in Bereiche rein, wo wir ein Salto Mortale machen können. Am Anfang waren wir nur froh, dass wir balancierten auf diesem Brett und stehen blieben und nicht runtergefallen sind. Also wer damit jetzt nichts anfangen kann, der muss sich dann einfach mal diese ersten Episoden der Perspektive angucken. In diesem Sinne.